Chapter 4 startet bald irgendwann, wahrscheinlich von 12 bis 16 Uhr irgendwann. Ich denke mal um 15 Uhr. Und deswegen zeige ich euch jetzt alles, was wir bisher wissen. Und wir kennen schon fast alle Waffen, die ganze Map, den ganzen Battle Pass. Also schaut unbedingt das ganze Video. Ich versuche euch so schnell wie möglich alles zu zeigen, was bisher komplett geleakt wurde. Bevor es mit dem Video losgeht, abonniert gerne meinen Kanal. Und falls ihr gleich den Battle Pass kaufen werdet, bitte, bitte treibt meinen Creator-Code Lenny-QG ein. Würde mich wirklich mega, mega freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir jetzt erstmal mit der Trailer-Analyse an. Und die habe ich schon als TikTok gemacht. Und deswegen seht ihr hier jetzt einfach mal das TikTok eingeblendet, weil das wäre unnötig, wenn ich jetzt alles nochmal neu mache. Der Chapter 4 Battle Pass Trailer ist soeben rausgekommen und es sind wirklich mega viele Sachen jetzt da drin zu erkennen und das werde ich euch jetzt alles analysieren. Als erstes sieht man auf jeden Fall so eine Mittelalterstadt im Herbstbiom, wo in der Mitte auch eine Burg zu sehen ist. Dann kommen Motoria zum Vorschein und ich glaube, die sehen auf jeden Fall mega cool aus. Eine Art Bauernhof, so ähnlich wie Fancy Farm, wird es auch wieder geben. Und was man da sieht, ist was sehr Interessantes, und zwar irgendwie ein Roboteradler, den man steuern kann, der dann vielleicht Leute kontrolliert oder scannt oder so, so ähnlich wie es in Season 2 war. Hier sieht man ein rollender Schneeball, in den man reinspringen kann im Eisbiom. Dann sieht man eine Stadt aus dem Computerspiel Doom. Außerdem wird der Rocket Launcher wieder zurückkommen. Und eine neue OP-Waffe wie das Infinity-Schwert, und zwar so ein Hammer. Was man davon halten soll, ist jedem seine eigene Meinung. Dann sieht man nochmal so eine Art Salven-MP, die auf jeden Fall clean schießt und nicht zu sprayy ist. Und noch ein Anime-Item. Ganz am Ende sieht man dann noch einen neuen Blick auf die Map, die ich später noch analysieren werde. Außerdem wurde auch schon das komplette Starterpaket geleakt, was dann irgendwie wieder nach 2-3 Wochen der Season reinkommen wird. Und da wird man dann wieder für 3,99 € richtig coole Sachen bekommen. Und hier sieht man das auf jeden Fall mal. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal wieder mega. Dann hat man ja schon im Story-Trailer auch Hulk und Mr. Beast gesehen, die dann auch in Shop-Skin reinkommen werden. Die sind leider keine Battle Pass-Skins. Aber jetzt kommen wir mal zum Battle Pass, denn ich denke, das interessiert die meisten. Hier seht ihr jetzt einmal ein komplettes Bild vom Battle Pass. Und ich finde, der sieht absolut geil aus. Geno ist der Level 100 Skin, dann gibt es noch ganz viele andere Skins. Doom ist auch da. Und ja, dann seht ihr hier jetzt nochmal die Bonus Rewards. Also die, die man für Level bekommt. Da gibt es auch schon ein paar, das sind glaube ich noch nicht alle, die gelegt wurden. Aber die sehen auf jeden Fall auch mega fresh aus. Dann kommen wir jetzt mal zu auch einer sehr, sehr interessanten Sache, und zwar natürlich zur Map. Und die ganze Map ist schon bekannt, hier seht ihr jetzt einmal alle Orte. Aber man weiß halt noch nicht von allen Orten, wie die aussehen genau. Also Frenzy Fields hat man ja schon im Trailer gesehen, hier seht ihr es mal eingeblendet. Was man auch im Trailer gesehen hat, ist die Brutal Bastion, das ist der Ort von Doom. Und The Citadel hat man auch gesehen. Das ist halt diese Ritterburg. Da sieht man ja auch die Brücke und das ist auf jeden Fall so der Hauptort dann, so wie Tilted wahrscheinlich. Aber es wurde auch noch ein Bild von dem Ort geleakt, Slappy Shores. Könnte auch voll die Split sein, aber weil man da ein bisschen Wasser sieht, ist es höchstwahrscheinlich Slappy Shores. Und hier seht ihr das mal. Und ich finde, das sieht sogar sehr, sehr realistisch aus. Und am Rand seht ihr da halt Wasser, deswegen kann das eigentlich nur Slappy Shores sein. Ja, die anderen Städte sind leider alle noch nicht geleakt worden. Übrigens, falls noch neue Sachen geleakt wurden, die ihr dann auf TikTok seht oder so, dann, und ich wundere, warum die jetzt noch nicht hier im Video sind, das liegt einfach daran, dass das Video dann vielleicht schon ein bisschen veraltet ist, weil das ist jetzt, ich nehme es um 10 Uhr gerade auf, aber die meisten Sachen sind halt da. Dann kommen wir jetzt zu allerletzt nochmal zu den Waffen, und zwar als erstes gibt es hier eine Art Salven-MP, die ich auch schon im Trailer war, also die sah im Trailer aus wie eine Salven-MP, also sieht nicht zu spray aus zum Glück. Dann so eine komische Waffe, das sieht für mich irgendwie aus, als wenn das so zwei Pfeile wären, wie eine Harpune, die man irgendwie abschießen kann oder so, aber da haben wir noch gar keine Ahnung, was das ist. Eine ganz normale Pistole, dann ein neues Heal-Item, was halt nur so eine Flasche ist. Dann so eine Art AR irgendwie, die sieht auch irgendwie komisch aus. Dann zwei neue Pumps, hier seht ihr die zwei nochmal, ich glaube die eine ist immer so ein Einzelschuss und die andere ist halt so ähnlich wie eine Tag, denke ich mal. Und dann könnte es noch, das ist nur eine Vermutung, eine mythische Item von dem Witcher geben, also diesen Skin aus dem Battle Pass mit weißen Haaren. Und zwar hat er nämlich im Battle Pass so ein Zeichen gemacht und das könnte eine Waffe werden, aber das ist nicht klar, also eher unwahrscheinlich, aber der Rest ist bestätigt. Das ist ja mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ich werde wahrscheinlich auch streamen, wenn die Server angehen, also kommt auf jeden Fall dann vorbei und heute Abend kommt natürlich so früh wie möglich ein Tipps und Tricks Video zur Season und ciao!